Hi, ich bin Alex. Ich bin wieder unterwegs mit meinem Roller. Und zwar soll es diesmal nach Süden gehen, nach Bayern. Und der erste Weg führt mich jetzt nach Kinding. Das sind ungefähr 300 Kilometer. Ich starte ungefähr wieder bei Mainz. Und jetzt ist mir aber schon die Misere passiert. Und zwar habe ich aus Versehen die Türe zugemacht bei meiner Wohnung. Und in der Wohnung sind meine Handschuhe und mein Nierengurt. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal und kaufe mir ein paar neue Handschuhe und kaufe mir einen neuen Nierengurt. Ja, was ich vergessen habe zu sagen, ist, ich habe die Türe zugezogen und der Schlüssel ist in der Wohnung. Jetzt werde ich erstmal provisorisch hier ein Vlies mir um die Nieren wickeln, weil es ist doch ganz schön frisch. Es hat nur 11 Grad. Bei Kinding, da fließt die Altmühl. Und das ist mein Ziel jetzt erstmal. Die erste Tat erledigt. Ich habe ein paar neue Handschuhe und einen neuen Nierengurt. Kann man, denke ich, immer brauchen. Ich denke mal, solange ich nicht in der Wüste bin, kann man ja alles irgendwie ersetzen und alles kaufen. Und ansonsten heißt es improvisieren. Bevor es jetzt in Odenwald geht, habe ich nochmal getankt. Mir ist es schon mal passiert, dass ich in Odenwald gefahren bin und es war keine Tankstelle da und wirklich in allerletzter Sekunde zur Tankstelle gerollt bin. Das soll mir jetzt nicht passieren. Jetzt schaue ich noch nach dem Luftdruck und dann geht es weiter. Der Luftdruck passt. Er hat mir jetzt gerade dieses Luftdruckteil gegeben, der von der Tankstelle. Und er meinte, wenn er es dran lässt, dann ist es innerhalb von einer Woche kaputt. Deswegen stöpselt das immer ab. Also vielen Dank dafür. Ich bin jetzt gerade im Odenwald unterwegs, muss allerdings einen Umweg fahren, weil die Straße, die ich eigentlich kommen wollte, ist gesperrt. Und ich werde jetzt das erste Mal meine neue Kamera ausprobieren. So, Kamera ist an. Ich hoffe, dass ich jetzt das Gescheit filme.
Der Roller ist ja alles gut. Sogar als Tisch. Es sind noch 39 Kilometer bis nach Kinding zum Camping Kratzmühle. Ich bin jetzt gerade angekommen am Camping Kratzmühle und habe eingecheckt. Es war gerade echt total nett, weil die Zeltplätze sind ein bisschen weiter hinten und da gibt es kein beheiztes Waschhaus. Und jetzt hat sie mir angeboten, ich kann einfach reinfahren und kann jeden weiteren anderen beliebigen Stellplatz benutzen. Und die Nacht für 8 Euro. Also das ist echt wunderbar. Hier hinter mir ist mein Zeltplatz. Werde ich jetzt erstmal mein Zelt aufbauen. Das Feuer gerade eben war bei der Schützengemeinschaft in Beilngries. Die Jungs haben mich sofort aufgenommen, haben mir was zum Trinken angeboten und sind alle richtig cool drauf und super nett. Solltet ihr euch jemals dieses Video anschauen, schön war's bei euch. Vielen Dank dafür. Jetzt werde ich erstmal das Zelt abbauen, alles wieder einpacken. Es geht dann weiter nach Bad Feilenbach. Es dürften so ungefähr 200, 220 Kilometer von hier aus sein.